glaube, das ist jetzt schon drin. Okay. Ahoi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Ultimate. Okay. Wir spielen mal wieder Fig Knight, wie ihr schon unschwer erkennen könnt. Dankeschön an die Werbefreundlichkeit. Und ja, heute mit dabei ist ja. Da möchte ich am liebsten direkt mal hier reingehen und so ein Ding ist das halt. Also mit dabei ist der Pascal, dessen Mikrofon hoffentlich so angeschaltet ist und dass er sich auch in der Party so eingestellt, dass man ihn hören kann. Habe jetzt keine Ahnung, aber besser wäre das. Ich weiß es jetzt nicht, wir haben es nicht überprüft. Organisation, sein Vater. Okay, gut. Und wir haben ja auf jeden Fall eine neue Map am Start. Mal wieder vom guten alten Not Nella. Not Nell AF oder keine Ahnung. Perfekt. Das wird mit dir auch noch sehr oft passieren. Das hier ist so ähnlich wie Portal, nur ohne Portal Gun. Das heißt, es ist einfach nur ein Jump'n'Run eigentlich. Okay. Auf jeden Fall, hier können wir schon, also jeder, der lesen kann, liest hier Level Select. Ich lese hier Select Level. Alter Maul, ich gehe get on my level. So, und hier, warte mal, die Tür ist jetzt noch nicht offen. Und hier sehen wir haben einen Typen am Start, der sehr gut zählen kann. Als Maul. Was ist hier denn eigentlich? Ja, hier steht gar keine Zahl. Also hier ist noch Absperrgebiet. Ich habe mir schon das erste Level mal die ersten zwei Abschnitte angeschaut. Und habe mir gedacht, ja komm, das können wir auch mal machen. Komm, rein in die Olken. Oh Junge, halt's mal jetzt. Rein die Schmutzige. So, guck dir das mal an. Also, kommt dir das irgendwie bekannt vor, wo wir hier sind? Das ist halt exakt der Raum des Portals, bis auf der Kleiderschrank hier. Bis auf die kleine Kommode hier. Bruder, seit wann lebe ich so ordentlich? Ja, ist aber real talk. Rainer! Bam, bam, zack, zack! Ja, easy peasy. First try, alles first try. Hier kann ich mir vorstellen, dass du failst. Jawohl, ja! Ja, first try. Du darfst nicht gegen den Bumper kommen. Ja, genau. Du musst halt auch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Guck mal, du hast hier doch genug Platz eigentlich. Oder bist du so eine fette Sau wie ich? Ah ja. Da erstmal eine entspannte Welle für. Guck, siehst du, funktioniert doch. Also ich hab's im First Try geschafft. So, hier, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Nee. Nicht Kappa, nicht Kappa. Das ist wirklich schwieriger. Weil du musst halt. Ja, scheißegal. Das ist scheißegal, ob man das triggert oder nicht. Ja, du musst halt gegen den Bumper irgendwie kommen. Oh shit, what the fuck? Ich habe mir heute übrigens mal ein komplettes PS Plus Paket zusammengestellt. Meine Fresse, ich komme nicht gegen den Drecksbumper. So. Rein da. Rein die Schmutzige. Ach, fick dich. Tschüss, Werbefreundlichkeit. Och mein Gott. Das triggert mich gerade. Alter. Wieso komme ich nicht gegen den verdammten Bumper? Ja, hallo, was denn da los? Hallo, Logik? Dankeschön.
Na endlich! So, und ab hier kenne ich das Ding schon nicht mehr. So ein Ding ist es halt. Bruder, was ist... Ja, moin! Nein! Ich habe eine böse Vermutung... Warte mal. Ich habe eine sehr böse Vermutung, was hier gewollt ist. Ach du Scheiße! Ja, moin! Jawohl! Was ist denn da los? Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie geschafft. So ein Ding ist es. So ein Ding ist es halt. Warte, ich aktiviere mal den Checkpoint, dann versuche ich es nochmal. Soll ich aktivieren den Checkpoint? Komm nochmal runter. Ich hab's im First Try wieder geschafft, Pascal. Also so ein Ding ist das. Ja gut, danach muss man halt auch noch treffen. Guck mal, du musst halt so nah wie möglich vorne dran sein. Warte. Hallo. Dankeschön. Ja gut. So viel zu dem Thema. Jawoll. Du musst halt noch da hochkommen, ne? Ja, das ist schon... Alter, wie perfekt muss man... Das sieht man halt einfach mal, wie sich das gute Laufen einfach durchsetzt. Ich hab's im Second Try oder so geschafft. So, jetzt bitte mal eine Einblende, wo gezeigt wird, dass das nicht Second Try war. Dankeschön dafür. Und ab hier kenne ich das Ding schon nicht mehr. So ein Ding ist es halt. Nein. Ich habe eine böse Vermutung. Was? Sehr böse Vermutung, was hier gewollt ist. Ach du Scheiße. Ja, moin. Ja. Danke, Regie. Ich hasse dich. Warte mal, das bin ich ja sehr... Huch! Ah! Du musst nicht ganz vorne sein. Du musst einfach springen und währenddessen musst du das Ding triggern. Das war falsch. Du musst da drüber laufen und währenddessen triggern. Und dann springen. Ja, du bist zu früh gesprungen. Lost. Du musst springen, während du da drauf kommst. Während du da drauf bist, musst du springen, damit du noch den Sprung hast. Jawohl, ja! Also fast. Huch! Wie es einfach schon wieder im First Try schafft. Da muss ich ja los. Alter, soll ich das extra für dich noch cutten? Leute, hier... Nie im Leben. Junge, hier kommt jetzt erstmal eine vorgespulte Zeit. Leute, hier für euch war vorgespult. Ich werde Spaß dran haben, das zu schneiden. Es wird einfach nur AIDS. Pascal, ich möchte mal kurz erwähnen, dass das hier die allererste Sektion ist. Wir haben noch 14 oder 15 vor uns. Ich glaube, ich werde sogar gar nicht vorspulen. Das ist einfach so anders lustig. Oh, Junge, guck dir das. Guck. Das war sie immer wieder komplett. Also, Pascal, also, so ein Ding ist das.
in dieser Folge zeigen. Bruder, das Video kann maximal 80 Minuten gehen. Ja! Oh mein Gott! Kappa, Kappa, Kappa! Na gut, also das ist, ich würde aber gerne wissen, was da hinten war. Oh! Oh, 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 oh! Jawohl! Ja! Oh, warte mal. Nein, sag, warte mal. Ich hab eine Vermutung, wie es funktioniert. Ich habe eine Vermutung. Die sage ich dir jetzt aber nicht, weil du jetzt stirbst. Genau. Kachpa Kevin ist am Start. So, jetzt wird hier schön drüber gerannt. Und weg. Rainer. Komm. Jawohl, ja. Second try, bitch. Danke, Werbefreundlichkeit. Du darfst nicht springen. Du darfst nicht springen. Du darfst nicht springen. Du musst einfach rennen. Ja, ich bin einfach Mastermind. Ich bin nämlich schon das erste Mal gesprungen. Da habe ich gemerkt, ah, scheiße. Ich glaube, das wird ein Pascal-Move. Und weg. Und jetzt muss... Da ist so ein Schnellwerteteil. Und da musst du jetzt einfach drüber laufen. Einfach drüber laufen und am Ende springen. Das war komplett. Das war's ja mal komplett Reno. Pascal, guck mal, wo ich bin. Hallo. Hallo. Hey. Guck mal. Hi. Jawohl. Das hast du ja jetzt in unter 50 Versuchen geschafft. Ich glaube, ich werde gleich mal einen Counter einblenden. Also, ich werde mal einen Counter. Okay, da. Bruder? Okay, ich weiß. Ich weiß, wo es lang geht. Immer der Nase nach. Hab's geschafft. Also du musst mit dem Jump-Pad da hoch, wo der Freeze und der Bouncer ist, da musst du rumspringen um die Wand, dann ist da wieder ein Bouncer, musst du auf diese Beschleunigungsdinger und dann kommst du... Ja, scheinbar ja nicht. Also ich bin jetzt schon da, ne? So ein Ding ist das. Bist ja einfach kein guter... Bist ja einfach kein guter Koch, ne? Ah, Leute, lange nicht mehr in Fortnite so gelacht. Bruder, du darfst jetzt gerne weitermachen, ne? Jawohl! Jawohl! Ja! Alles gut, ich wollte dich eh nur blocken. Bin jetzt auch runtergefallen. Ich habe den Checkpoint noch nicht aktiviert, von daher muss ich das jetzt auch entspannt auch nochmal machen. Komm, ich mach das jetzt nochmal. So lang, bis ich die perfekte Vorlage habe. So ein Ding ist das. Und weg! Ach scheiße, nein, ich kann nicht auf die warten, Bruder. Ich musste los. Ich musste los, Bruder. Ich konnte... das ist einer meiner Klassenkameraden. Ignorieren einfach. Ist das Gesündeste für dich, glaub mir. Der ist wahrscheinlich im Ingame-Voice-Chat. Ja, jetzt nicht mehr. Perfekt. Ich hasse die Alte. Komm, du schaffst es. Ich bin's, Tim. Bruder, du bist einfach Tim. Him fucking self.
Ah, ich höre den Gleiter. Ja, Bouncer, Bouncer, Bouncer. Ja. Komm und jetzt einfach runter und dann springen. Ja. Alles gut, alles gut. Selbe Technik wie vorhin, Pascal, also denke ich jetzt einfach mal. Jo, es ist dieselbe Technik, aber ich weiß nicht, ob man. LOL! Das war's an der Stelle mal wieder anders komplett. Oh mein Gott! Ja, du musst dich bis hierhin springen, du musst. Nein, 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 nein. Du musst da runterkommen, dann gehst du da zur Seite, dann gehst du hoch, guck mal nach oben, über diesen Autoplattform und darüber wirst du dann noch mal da runter gewusst und kannst dann darüber springen. Junge, das. Also, ich muss schon sagen, ich habe anders Glück gehabt. Warte mal, muss man da springen? Muss man da wirklich springen? Habe ich das instinktiv richtig gemacht? Ist schon geil. Also ist schon richtig. Es ist schon richtig geil, von Epic Games geliebt zu werden. Jawoll! So, und jetzt einfach auf das andere Ding drauf und rein in die schmutzige. Ich hab noch gehofft, dass ich die irgendwie blocke. Ich wollte dich noch blocken, ganz ehrlich, aber komm. Gönn was dem Jungen. Ja. Oh, Pascal, dein Liebling. Frost. Die Frage ist halt, wo geht's hier lang, ne? Ah, ich weiß wo. Ach du Scheiße. Höher gelegener Spot, Junge, nur mal so. Schau dir mal ganz genau diese Gittergerüste an. Was kannst du eigentlich? Guck dir mal die Gerüste an. Rate mal, was zu tun ist. Rate mal, was zu tun ist. Da hast du gar keinen Turn drauf, sagst du? Ja. Doch, man muss den Freeze triggern. Wie willst du denn sonst darüber kommen? Kein Problem, versuch mal rüberzukommen. Du musst halt irgendwie Speed aufbauen, BDW. LOL! Du hast den Freeze für mich getriggert, sodass ich keinen Freeze jetzt hab. Ja! Ja! Hab's halt echt jetzt schon geschafft. Junge, du bist doch vorgelaufen, was kann ich dafür? Bruder, was los? Bruder, muss los.
jetzt versuchst du das Ding auch zu triggern. Du weißt schon, dass da runter auch noch eine Falle ist, oder? Die muss dann auch noch triggern. Es ist so nice, es ist so nice. Leute, ich glaube, hier kommt nochmal eine Timeless für euch. Soll ich es nochmal machen? Ja, okay. Dann komme ich jetzt nochmal zurück. Du kommst nicht daran vorbei, du wirst das Ding triggern. Ja! Als ob du beim letzten runtergefallen bist. Aber ganz ehrlich, das ist auf die Technik ist das auch nicht schwer. Ja moin, sagt der und fällt runter. Das war's komplett. Hier Pascal, nur mal so zu mir sagen, das ist ohne. Ja. Ja, hast auch verdient, ne? Ich sterb! Basti. Ja, das geht mir gerade auch leicht auf den Sack. Wenn ich jetzt. Pascal, es kommen noch 15. Also Leute, ihr dürft ja noch weitere 15 Parts gefasst machen. Ich glaube, die werden wir heute alle am Stück aufnehmen. Nee, nix kaputt. Heute ist Aufnahmesession. Wir brauchen nicht eine Stunde für ein Level, sondern für das erste Level, Bruder. Das ist das Ding. Wir brauchen nicht eine Stunde für ein Level, sondern für das erste Level. Das ist das Traurige. Nein, wir machen jetzt hier das. Komm runter. Es ist nice. Es macht Spaß. Ich sag's, es macht Spaß, es ist nice. Das ist Kacke, Mann. Ja! Nee, ich mach das jetzt auch mit Freeze, ne? Nur mal so. Das sieht aber so geil aus. Man muss halt irgendwie über krass Speed bekommen. Warte mal. Darf ich das mal kurz ausprobieren, ohne dass du triggerst? Ich möchte mal kurz gucken, ob ich eine Taktik herausfinde. Oh Bruder, ich glaube, das ist es. Jesus. Muss ich ja nach oben stellen, springen, den Freeze triggern, um dann den Boost mitzunehmen vom Sprung. Ja gut, das war's jetzt mal anders komplett. Nein, ich wollte es nicht triggern. Ja gut, 300er Ping, ehrenwert. 400er Ping, ja nice, 500er Ping.
Ja, 3 Kilobyte Download pro Sekunde. Ehre. Alter, wie bin ich jetzt hier reingekommen? So, Dreier Ping jetzt wieder. Muss los. Wahrscheinlich Dreier Ping, 6er Ping, 10er Ping. Wahrscheinlich. Skiskü. 20er Ping, 22. Wobei, könnte sein, dass er sich jetzt wirklich bessert. Aber ich konnte gerade durchs Level. Ja, moin. Das war's an der Stelle jetzt einfach mal anders komplett. Ich habe den Pascal gemacht. Und trigger das Ding ohne es zu triggern. Es ist schon ein bisschen nervig, muss ich wirklich sagen. Halt's Maul. So, Trigger, du dummes Scheißlein. So, perfekt. Das war perfekt ausgeführt und dann spring ich wie der letzte Vollidiot in Super Mario Odyssey, Alter. Das war. Leute, wenn ich mir da ein kleines Zwischenwort erlauben darf, wenn ihr Super Mario Odyssey Clips sehen wollt von mir, die ich selbst erspielt habe und auch Mario Kart, also allgemein von der Nintendo Switch, dann könnt ihr mir gerne auf @bastilp4 auf Twitter folgen. Da gibt's aktuell schon ein paar, die ihr euch ansehen könnt. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen werden, ob ich regelmäßig hochladen werde, glaube ich sogar eher weniger. Aber ja, da könnt ihr mir auf jeden Fall erstmal folgen und ja, danke dafür und jetzt geht's weiter mit dem Video. Film ab. Das war's wirklich an der Stelle mal komplett. Reno. Ja, aber ich glaube, oh, fick. Ich sag's dir, der war gerade wirklich nur zum Abfacken. Soll ich das Ding für dich triggern und dann läufst du durch? 3, 2, 1. So. Jetzt darfst du aber nicht verkacken, ne? Ich call's einfach. Doch, ich hab's auch geschafft, du Depp. Gut, danke. Jetzt darf ich wieder mit dem Freeze warten. Soll ich dir mal zeigen, dass man das auch ohne schaffen kann? Trigger mal die Dinger gleich. Also gleich, wenn ich keinen Freeze mehr hab. So, jetzt trigger mal die Dinger. Ja, man kann es schaffen. Ja, es ist auch anders knapp. Ich sage ja nicht, dass es ultra easy ist. Aber jetzt auf Ehrenbruder-Basis will ich es halt mit dem Freeze schaffen. So ein Ding ist es. Ja, da bin ich aber irgendwie zu schnell inzwischen. Ich habe da nichts getriggert, nur damit du es weißt. Warum ist der Hype vorbei? Nein! Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Also ich komme der Sache näher. Du nicht. Wahrscheinlich verkackst du beim Freeze, oder? Das ist immer noch das Einfachste von allem. Ich muss irgendwie ein Piepsgeräusch in das Video reinkriegen, weil die ganzen Beleidigungen, die sind nicht mehr feierlich. Soll ich den Arsch auf machen? Nee, ich lass mal. Wow, du bist auch... Danke. Oh, Bruder, Bruder. Ja! Weiß nicht, der wird so, Junge. Wahrscheinlich triggerst du es nicht. Jetzt schaffe ich es auch noch. Okay, ich mach das Level jetzt noch alleine fertig, Leute. Aber es kann der hat ja absolut keinen Bock mehr. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen.
So, machen wir das Ding noch zu Ende. Ui, Pascal, also hier kann ich dir sagen, danach wäre noch mal ein bisschen was gekommen, was ich glaube ein bisschen abgefuckt hätte. Also es kommt wieder ein bisschen was mit Freeze und so. Freeze-a-Riesel. Mir fällt kein passender Spruch dafür ein. Oh, wow. So ein Ding ist das. Ich hoffe mal, es gibt pro Ding 10 Level, dann kriegen wir das sogar noch in einer Folge hin. Aber Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr die Map so? Wow, what the fuck? Das hatte ich doch schon mal. So eine Situation. Hä? What the fuck? Warum hat mich jetzt so unnormal nach rechts katapultiert? Muss los. Alter, boah, what the fuck? Ja, das, liebe Freunde, war's an der Stelle leider immer noch nicht. Okay, jetzt kommt so ein Ding. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein auf Folge 2 und 3. Ich hoffe mal, Pascal wird dann noch mitmachen. Die olle Heulsuse. Pascal, wenn du das hörst, Grüße gehen raus an dich. Sein Kanal ist übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's komplett. Okay, da muss man dazwischen lang, muss dann noch weiter. Okay. Ich denke, ich habe das Prinzip verstanden von diesem Level. Ist auch eigentlich nicht so schwer. Wenn man einmal drin ist. Einmal drin in der Olga und man kann's. Wait, what? So, dann haben wir das hier. Ja, okay, geht jetzt einfach nur noch straight up. Ja, aber auch knapper als gedacht. Bruder, wahrscheinlich ist da die Decke. Auf ehrenlose Basis. Also eigentlich ist die Challenge hier jetzt eigentlich nicht so schwer, ne? Also das ist jetzt langsam. Oh, meine Fresse, ich schwitze gerade aber auch. Es ist gerade aber auch scheiße heiß hier, muss ich ehrlich sagen. Jawohl. Ob das ein First Try wird? Oh, wird sogar. Hätte man dazwischen landen sollen? Ach nee, das ist wahrscheinlich, wenn man verkackt oder so. Okay, Level 10 geschafft. Ich bin gesagt, das ist jetzt langsam. Oh, jetzt muss ich noch weitergehen. Ja moin! Was ist das denn? Ja moin, wie ich halt weggeboten wurde, weil ich zu schnell war. Stimmt, der ist ja die Welt geleftet. Kann ich ja gar nicht mehr die Tode sehen.
Als ob es immer noch nicht aufhört. Da muss wieder der Sprung her. Den wir auch vorhin schon verwendet haben. Jawohl. Oh mein Gott, aber das ist tatsächlich... Das ist kreativ, das würde ich gerne mit Pascal spielen, aber... Wie viele Level kommen da denn jetzt eigentlich noch? Die Folge wird auch so schon ewig lang. Junge, das ist geil. Das war im kreativ. Ich denke, das wurde zwar schon öfters eingebaut von verschiedenen Levelbauern, aber ich habe das so noch nie gesehen. Oh, Level 13. Ah, 13 ist eine Pechzahl. Ist das jetzt ein Labyrinth oder was? Och komm, Junge. Jetzt mach nicht diesen. Oder muss ich jetzt irgendwo einen... Vielleicht soll ich einfach mal den Weg zurückverfolgen. Gibt es hier irgendwo einen Freeze oder so? Also wenn ich hier bin, komme ich auch nicht mal zurück. Okay. Ja, moin. Aber das Level ist tatsächlich cool gemacht. Gefällt mir vom Kreativitätsgrad. Und das war tatsächlich nicht so schwer. Ja moin. Das war schon Skill. Okay, den Sprung brauchen wir hier diesmal nicht. Wollte ich nur direkt schon mal zu Anfang auschecken. Aber ich glaube, wir müssen hier in einem Rutsch durch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier so. Nee, so geht das auch nicht. Pascal, es geht doch nicht nur bis Level 10. Also meine YouTube-Videos, Kappa. Junge, aber das ist easy. Ab Level 10 oder so wird das absolut easy. Das ist kein Scheiß. So, ich bin jetzt bei Level 15. Junge. Verständlich. Den Turn habe ich meistens auch nicht mehr. Als ob das jetzt hier so eine Scheiße ist. Ja, moin. Ich schaff's trotzdem. So, erstmal gucken, wo muss ich denn lang? Muss ich da durchs Loch? Wait, what? Was? Hey, excuse me, what the fuck? Warum denn? Parcours sind spaßig. Macht total Spaß, sass! Außerdem haben wir noch... Junge, wir haben noch 15 Folgen vor uns. Du kannst doch jetzt hier einfach mitten im Projekt abbrechen. Ich meine, gut, du bist auf deinem YouTube-Kanal sehr inaktiv. Aber das kannst nicht mal du bringen. Wir können das sogar abwechselnd machen, das Projekt. Ich weiß. Du sollst doch bitte bleiben, weil sonst denkst du ja irgendwann nach. Das könnte gefährlich für uns alle werden. Alter, ist das fucking nochmal kreativ gemacht. Da kriege ich ja so einen Turn drauf. Aber dieser ganz andere. Der allerechte.
Junge, ich möchte das jetzt nur noch so sehr spielen. Ah, ich bin durch. Ich bin durch mit Level 1. Hier steht Leaf. Jetzt bin ich in so einer komischen... Ja, ich bin im Void oder so. Komme ich hier irgendwie raus? Komme ich hier irgendwie raus? Alter. Ja, komm ich. Wo bin ich? Hinter den Kulissen, aber anders. Junge, wie... Das ist einfach geil gemacht. Jetzt frage ich mich aber, wo ich lang muss. Also, eigentlich sollte ich ja jetzt fertig sein oder so. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Wo geht's hier weiter für mich? Dann bin ich wieder hier. Ja, 9. Ja, wie soll ich aber das Offensichtlichste? Hier sind Stairs. Lass mich raten, da unten ist eine Falle. Auf jeden Fall Weg zurück. Nein, nein, nein. Nein! Warte mal, kann ich nicht einfach das Game austricksen? Kann ich die nicht einfach austricksen? Das möchte ich jetzt noch kurz herausfinden. Ja, kann ich, aber ich muss die Sektion nochmal machen. Okay, warte, das mache ich mal kurz. Daher geht ganz schnell. Gut, ist jetzt, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. So, komme ich hier lang. So, dann steht hier wieder Leaf. Dann ist hier irgendwo im Nirgendwo ein Ausgang. Da ist er. Rein da. Rein die Schmutzige. Da weiß einfach rechts laufen. Da wäre hier schon die Tür gewesen. So, wie komme ich jetzt an dieser Treppe vorbei? Ist doch nicht möglich. Ja, das ist nicht möglich. Das heißt, egal was man macht, man wird hier zurückgeworfen, wieder in diesen Raum. Ja. Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber Leute, wenn euch diese erste Folge von diesem Portal Rip-Off in Fortnite gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Könnt auf jeden Fall auch gerne ein kostenloses Abo da lassen, wenn euch das hier gefällt und ihr mehr davon sehen wollt. Ja, Pascal wird sich jetzt erstmal ausholen gehen, wenn das nicht schon getan hat. Und ja, dann nehmen wir jetzt direkt die zweite Folge auf, habe ich gehört. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und